Hallo, ihr Lieben. Wir haben heute einen Gast in dem Video. Wir probieren einfach mal, wie das hier mit der offenen Tür funktioniert. Ich hoffe, das Fohlen bleibt innerhalb der Box. Nee. So, heute soll es ums Halftern gehen. Und wie ihr seht, kann Tottelie das schon richtig gut. Wird jetzt ein neues Halfter bekommen. Das ist schon das zweite. Ja, das Halftern ist was, das soll ja mal selbstverständlich werden. Und deswegen ist das wichtig, dass man das schon gut übt. Und dass das Fohlen keine Angst davor kriegt. Nee, du hast ja gar keine Angst. Bei Zotti war es tatsächlich so, er war einen Tag lang wieder hier, also war eine Woche und einen Tag alt, kam aus der Klinik zurück und wir haben das Halfter genommen, draufgezogen, war kein Thema. Also den musste man da überhaupt nicht dran gewöhnen, der fand das von Anfang an total okay. Normalerweise ist das nicht unbedingt so. Also es ist erstmal im ersten Moment ein bisschen gruselig. Ich weiß, der Nico, der fand es damals erstmal schlimm. Da hatte ich dann, ich nehme das halt hier immer her. So, das war Zottis erst, das ist jetzt ein bisschen nass. Bei Nico, der musste erstmal überhaupt die Angst davor verlieren. Also wenn ich das so in der Hand hatte, fand er es schon irgendwie nicht so cool. Und dann hat er nämlich genau das machen dürfen. Einfach erstmal damit spielen, weil Spielzeug ist ja nichts Schlimmes. Und ja, ich habe es ihm einfach immer wieder gezeigt und ihm erstmal überhaupt nicht übergezogen. Das hätten wir mit Zottelie auch gemacht, wenn er nicht so cool wäre. Dass er einfach erstmal merkt, das heißt, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist halt da, das tut einem nichts. Und man kann es sogar beißen und ist überhaupt nicht schlimm. So, und bei scheueren Fohlen, also die Fohlenhalfter, die haben hier auch immer einen Verschluss. Bei scheueren Fohlen macht man das dann erstmal, dass man es einfach erstmal so über die Nase zieht. Nee, ist überhaupt nicht schlimm, kennst du. Und dann im nächsten Schritt hinter den Ohren zumacht. Weil das über die Ohren ziehen dann auch erstmal unangenehm ist. Zottelie, bleib bitte drin. Das über die Ohren ziehen, das kann unangenehm sein. Und damit man das einfach nicht, das Fohlen damit nicht erschreckt, weil das ist natürlich nicht, was man in den Ohren macht, macht man das dann eher hierzu. Das Zottelies neues Halfter hat ja auch den Verschluss. Da muss man dann halt immer ein bisschen aufpassen, weil das natürlich länger dauert, als eine Schnalle zu schließen. Und bei Nico damals haben wir uns noch geholfen, dass wir ihm das Halfter angezogen haben, wenn er gerade gelegen hat. Also nicht geschlafen, aber halt gelegen und wach war. Und dann hat er hat keine Angst davor gehabt, aber wir konnten es ihm dann ganz gut aufziehen. Und dann nach ein paar Tagen ging das auch im Stehen problemlos. Ja, und wenn man dann hier geblieben, wenn man dann so weitermacht und es Fohlen immer mal ein bisschen zwischen den Ohren krault, dass es merkt, dass da überhaupt nichts passiert, dann kann man das Halfter auch ganz normal über die Ohren ziehen. Viele Fohlenhalfter haben dann nämlich auch hier den normalen Verschluss. Dann kann man den nämlich einfach benutzen. Bei Zottelie ging das von Anfang an mit einfach über die Ohren ziehen. Das war total verrückt. Also der hatte da überhaupt keine Scheu. Bei ihm mussten wir nett sein, Kleiner. Bei ihm mussten wir das überhaupt nicht anfangen, mit hinter den Ohren zu machen. Der war wirklich 8 Tage alt. Da haben wir den schon ganz normal gehalftert, ohne das vorher geübt zu haben. Bei Nico war es, wie gesagt, ein längerer Prozess. Das hat ein paar Wochen gedauert, bis das wirklich ganz selbstverständlich war. Dann durfte ich es auch erst nur eine Zeit lang, bei anderen fand das gruselig. Also da ist auch jedes Fohlen ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn man das von Anfang an Tag für Tag macht, und wir haben zum Beispiel auch die Regelung, dass es nur mit Halfter rausgeht, dann lernen die das super schnell. Ne, du findest Halfter super. Aber gut mit Spielen, ich weiß. Ja. Und Videos drehen kann man auch mit dir. Ich bin wirklich begeistert. Wahnsinn. Ja, die erste Zeit war so, wir haben den jetzt wirklich einfach erstmal immer Halfter aufgezogen, haben aber nicht versucht, den zu führen oder so. Wir haben es einfach erstmal so gemacht. Und dann ist er mit Halfter immer ganz stolz seiner Mama hinterher gelaufen. Und wirklich einen Sinn hat der Halfter erst jetzt, wo wir anfangen, ihn zu führen. Aber bis dahin hat er es halt einfach getragen, hat sich dran gewöhnt. Wichtig ist, dass man immer gut aufpasst, dass man es weiterstellt. Also ihm hier ist zum Beispiel die Nase ist fast ein bisschen eng, die müssen wir demnächst weitermachen, damit das einfach beim Wachstum mitkommt, damit er jetzt nicht da wächst und es hier irgendwie in die Nase reinwächst oder so Späße. Genau, muss man immer schön weiterstellen.
machen wir hier dann auch direkt später, dass wir hier das nochmal noch weitermachen. Aber darf natürlich auch nicht zu weit sein, dass er sich nicht dran verfängt. Lena, brav sein. Darf nur mit ins Video, wenn du nett bist. So, hast du sonst noch irgendwas zu sagen, Lena? Haben wir alles an alles gedacht? Ich gehe schon, oder? Ich glaube. Ach, wie er wieder so tut, als könnte das Fressen. Aber das geht echt gut mit ihm. Ja. Ich bin begeistert. Ja, der nächste Schritt ist dann, dass er das Führen lernt. Da haben wir jetzt schon angefangen. Darum wird es dann in der nächsten Fohlen-ABC-Folge gehen. Und ja, ganz wichtig ist halt, dass bevor man mit dem Führen anfängt, dass es mit dem Halfter wirklich selbstverständlich ist. Jetzt werd nicht eklig. Nein, werd nicht eklig. Also bevor das Fohlen da nicht schon irgendwie total cool mit dem Halfter ist und ja, muss man das Führen überhaupt nicht anfangen. So, und wir befreien dich hier mal wieder raus, ne? Wir machen das mal wieder ab. So. Ein bisschen vorsichtig. Super. Und immer ganz doll loben. Als hätte es gerade ein Turnier gewonnen oder so. Bevor mir hier noch ein Pferd aus der Box abhaut, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.